Yo, was geht ab? Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship 2010 Rust of Arcadia. Im letzten Part haben wir... Kann man gegen die auch schneller denn? Ah, mit X genau. Im letzten Part haben wir die Prüfung von den Structure Duellen abgeschlossen. Jetzt müssen wir zu der nächsten Prüfung gehen, und zwar zu den D-Runnern. Also jetzt müssen wir in mein Zimmer, und dann haben wir das D-Runner-Prüfung, also die D-Wheels genannt. Ich weiß nicht, was D-Runner sind. Die D-Wheels. Da werden wir auch unter Spaßes haben. Oh, sehr. Irona, sieht so aus, als hättest du dein Training abgeschlossen. Schätze, du kannst mir jetzt helfen, Akiza auf Zack zu bringen. Komm mit. Was? Nun möchte ich, dass du dich mit Akiza duellierst. Akiza, du scheinst noch immer nicht in Bestform zu sein. Also übertreibe es nicht, klar. Geh jetzt ganz locker an und betrachte es als leichtes Training. Ja, sehr. Du bist also mein Gegner, du musst das Training langsam leid sein. Aber danke für das Duell mit mir. Akiza, Smalltalk ist überflüssig. Betrachte es nur als etwas, das deine Sinne wieder schärft. Jawohl, also gut, fangen wir an. Okay. Das kann mich überraschen, das wusste ich jetzt nicht mehr, dass es noch kommt. Das erste Duell gegen Akiza. Werden, glaube ich, noch mal ein paar Mal mehr gegen sie duellieren können. Damit sie noch mal stärker sein. Gut. Ich spiele sogar mit unserem Deck wieder. Ganzer Zwerg hoch. 1850. Okay. Oh, ich habe keine Haut. Und schwarzer Garten. Ja, natürlich. Oh, die Soundeffekte mit diesen Schlangen-Dingens da. Wir spielen die Karte verdeckt. Ich zahle 500 Lebenspunkte und vernichte den schwarzen Garten, weil der kann mir echt gefährlich werden. Deswegen weg mit dir. Turbine Genex im Angriffsmodus. Und jetzt wäre wackerlich voranstürmen und erhöhen noch seine ATK für diesen Zug. Und jetzt Attacke! Nice. Gut, damit bin ich mein Zug. Akiza ist schon ernst zu nehmen da. Dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zwielichtrosenritterin. Oh oh. Oh oh. Das ist das. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schwarzer Rosendrache. Die geht jetzt voll ab. Oh, schwarzer Rosendrache. Aber gut, ich kann nicht vernichten. Ich kann nicht zerstören, das ist kein Problem. Ich kann nicht zerstören, damit habe ich absolut kein Problem. Durch rachsüchtiger Magier. Rachsüchtiger antiker Magier, kann er wieder jetzt heißt. Damit kann ich schwarze Rosendrache auf den Friedhof schicken. Jetzt sage ich. Ja. Ja, gut. Oh! Nee! Vergiss es! Dann gehe ich lieber Sangan auf Friedhof legen. Du kriegst keine Sündenböcke. Vergiss es, Alter! Nee, Mann! Nix am Sündenbock! Okay. Ja. Arrivederci.
Fuck! Ah, scheiße. Okay. Okay, ich weiß gerade nicht, was passiert ist, aber okay, nehme ich an. Ich gehe definitiv in die Verteidigungsposition. Die hat mythische Raumtelefon auf der Hand. Das weiß ich. Aber trotzdem, ich gehe jetzt nicht in Angriff. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Das tust du jetzt nicht. Das muss ich verhindern. Das muss ich jetzt verhindern. Piss dich. Nächster. Okay. Okay, 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 okay. Akita? Einmal pro Spiel, du kannst ein offenes Monster für die Pflanze als Tribut anbieten, um ein Monster von Typ Pflanze als Spielsammelstufe von deinem Deck zu beschwören. Jetzt aktiviert er das echt. Jetzt wird ein Effekt. Warum nicht davor? Das macht keinen Sinn! Titania, Prinzessin von Chamäleon. Well, I have a big problem. Aber ich denke, du hast im Endeffekt mythische Tomate. Damit rufe ich die zweite mythische Tomate. Ich habe noch Greybonds. Dann könnte ich mich vielleicht irgendwie noch retten können. Oh! Jawohl. Wenn sie wohl muss, dann kannst du zwei Buster zerbrechen. Mir bringt mir nichts. Das bringt mir gar nichts. Außer ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wenn ich jetzt eine Karte ziehe, die Monster reden kann, dann rufe mir rechtstütige Magie wieder auf die Hand. Und damit kann ich den Verdeck spielen. Und dann danach ihr Tyranitar zerstören. Das ist ein Plan. Das ist ein sehr guter Plan. Weil was anderes bleibt mir gerade nicht übrig. Jetzt mir egal. Monster-Reinkarnation. Ich brauche rechtsüdiger Magier. Mit der Hand. So. Jetzt lege ich verdeckt. Verteidigungsposition noch dazu. Gut. Also. Jetzt müsste mein Plan aufgehen, denke ich mal. Ja, ja, weißt du, sie weiß genau Bescheid, sie greift sie jetzt auch nicht an. Ja gut, besser für mich, sage ich mal ganz ehrlich. Es kommt mir jetzt gerade selbst gut jetzt in die Hände. Ich sag's, wie es ist. Okay. Oh. So, rachtütiger alter Magier, deck ich auf, aktiviert den Effekt, zerstöre dein Monster. Was? Okay. Das geht auch. Man kommt hier aber nicht wieder nach aufs Feld. Kommt sie da nicht noch wieder aufs Feld? Nein? Ja? Nein? Doch? Ich weiß nicht! Mami! Ich habe Angst! Akita ist gemein zu mir! Doch nicht. Perfekt. Gar nichts neu drohen. Fuck you.
Oh, ich habe nichts auf der Hand, was mir helfen kann. Nichts. Aber sieh schon jetzt aus wie ein Wunderdünger. Was? Natürlich! Natürlich! 3800 ATK! Oh, oh, okay, das könnte mir einen Arsch retten. Ich glaube, das könnte echt jetzt einen Arsch retten, wenn es jetzt nichts macht. Ich muss, wenn ich das Wunderdünger zerstöre. Könnte es mir vielleicht einen Arsch retten? Staubtornado! Weg mit Wunderdünger! Ja, von mir aus. Das geht. Nein, die wird noch auf dem Feld. Nein, ich dachte, die wird zerstört. Scheiße. Ach Mann. Das ist jetzt ungünstig gelaufen. Aber so ist man ungünstig. Fuck. Okay, jetzt scheiße, glaube ich, gewinne Verlierer, wie es aussieht. Ich kann ihre Kräfte immer noch nicht völlig kontrollieren. Tut mir leid, ich wollte meine Psychkräfte kontrollieren, aber sie kam einfach heraus. Du musst immer noch ein wenig müde sein. Nimm dir einfach für den Rest des Tages frei. Aber... Akiza, schau mir in die Augen. Alles wird wieder gut. Du musst dir keine Sorgen machen. Jawohl. Hey, was ist mit mir? Ich habe Schaden kassiert. Am nächsten Tag. Du bist jetzt wach, oder? Du fängst also heute mit deinem Training auf dem D-Runner an. Wir auch. Wenn wir echt gut werden, bekommen wir vielleicht einen D-Runner. Ich gehe schon mal vor. Ja, ich komme nach. Beziehungsweise. Ich speichere nochmal. Und, das Truckstack ist im Geschäft verfügbar. Ha. Wir gehen mal zurück, hierhin. Ja, hab schon kapiert. In Shop. Wo kann ich Truckstack kaufen? Ah, hier. Oh, Dinosaur Rage. Wenn wir das jetzt kalt kaufen, haben wir das ganze Deck direkt auch. Und auch die ganzen Karten dafür. Aber wir haben auch keine neuen Booster Packs. Da habe ich vorhin mir einfach alles hier geholt. Ich will den Soldaten haben. Ich glaube, da werde ich mal gucken, ob ich vielleicht dann beim nächsten Mal schon vielleicht mein eigenes Deck zusammenstelle, so privat halt. Mit den Karten, die ich ja schon mal habe. Kann ich damit irgendwas anfangen? Dark Magic Attack. Das ist nice. Okay. Schon wieder. Alles klar. Macht halt ein bisschen spannender, oder? Oh. Wir machen das ein bisschen schneller einfach. Oh, Drillago. Wie das geil so klingt. Oder wir machen das einfach alle auf. Chaos-Hexer. Das ist Pharao.
Aber das könnte gut werden. Aber es ist auch was gegen, bestimmt auch gegen mich selber. Geburt eines Helden, ey! Ich will den Spaß der Soldaten haben, Mann. Ist es so schwer, den zu bekommen? Oder was? Das Ende von Anubis habe ich schon jetzt zweimal oder so, glaube ich. Okay. Dann wollen wir mal zu unserem D-Runner gedönt. Stimmt, für das D-Runner haben wir Duell haben wir auch noch ein eigenes Deck, ne? Och nee. Ah, guck mal hier. Das habe ich ja komplett vergessen. War ja was. Hey, du bist Arona, richtig? Ich bin Kawasaki. Ich leite das Training für die Runnerin. Oh, du bist gleich dran. Warte nur noch ein paar Minuten. Ach hey, Arona, ich bin zum ersten Mal gefahren. War schwieriger als ich dachte. Du musst auf die Hindernisse achten, sonst die machen dich echt langsam. Jetzt ist Arona dran. Komm, ruf. Komm und ruf mir zu, wenn du soweit bist. Komm, ruf mir zu. Hey! Ja, bin ready. Ich weiß gar nicht, wie es mir so Controller sein wird, dass wir das sehr, sehr funny werden. Aber ich habe es früher gerne geliebt. Schade, dass man das mit Analogstick spielen kann. Ah. So. Man kann auch dann die Wheels auch hier, also ich muss ehrlich sagen, als Kind habe ich das voll gerne gemacht. Ich habe mir einfach die Wheel geholt, das schnellste, was es gibt, oder was man halt selber zusammenbasteln konnte. Mit den krassesten Teilen bin ich hier voll abgegangen, habe hier mal so voll die Bestzeit rausgeholt, alles drum dran. Ich habe das als Kind so geliebt. Wie du teilweise über die Hindernisse gesprungen bist, die schon viel weiter entfernt waren. Man muss ja auch eine Bestzeit erreichen und so unter 3 Minuten. Und ja, wenn du halt und diese kleine grüne Balken da oben ist unsere Lebensanzeige. Also wenn der leer ist, ja, deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht überall dagegen klatschen. Boah, das war jetzt knapp. Heilige Scheiße, das war jetzt sehr knapp. Autsch. Autsch. Komm, fahr, wir haben es geschafft. Puh. Gut, die erste Strecke ist ja noch easy peasy. Gute Zeit, wenn du so weitermachst, kommst du echt gut in Form, Kumpel. Sehr gut, Aaron, du fährst überhaupt nicht wie ein Anfänger. Komm schon, sei ehrlich. Du bist vorher schon mal gefahren, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben eine Amnesie, glaube ich, ne? Na sowas würdest du mir nicht verschweigen. Bist du wohl ein Naturtalent? Kein Plan. Oh, da kommen die einfach mal Josea gelaufen. Irona? Bist du das? Ich habe dann den D-Runner Prototyp aufgemost, auf den ich für dich aufgepasst habe. Irona, nimm deinen D-Runner und leg los. Komm in die Hufe. Das ist ja Irona, wie geht's? Sieht aus, wir kennen uns wohl alle. Du siehst gar nicht gut aus. Alles in Ordnung, kennst du den Typ? Kommst du jetzt aber mehr? Nein, wenn das nicht Josefudo ist. Wie wär's, wenn du dich aus meinen Angelegenheiten heraushältst?
Ja, man soll jetzt zum Hauptquartier zurückbringen. Ja, gut. Irona, alles in Ordnung? Yusei, das geht dich nichts an. Bitte geh sofort. Nicht aussieht, kennt Yusei uns. Irona, was geht hier vor? Das Bewusstsein schwindet. Bei diesem Tempo wird das Subjekt ohnmächtig werden. Dann lässt die Wirkung der Gehirnwäsche also nach. Aha! Richtig, das Subjekt scheint einen Schock wegen eines vergangenen Ereignisses erleidet zu haben. Safe, Fudo. Immer wieder kommt dieser Mistkerl mir in die Quere. Wenn er näher kommt, könnte das großen Ärger für uns bedeuten. Steck mir die Gehirnwäsche, damit unser Subjekt diese Plage aus seiner Vergangenheit widersteht. Aber die Hirnwellen sind instabil, noch weiter, und wir riskieren das Leben des Subjekts. Verstehe. Wir können es uns nicht leisten, so einen wichtigen Wertposten zu verlieren. Das Leben des Subjekts zu bewahren hat Vorrang. Wir werden später eine weitere Gehirnwäsche durchführen. Jawohl. Dein Bewusstsein ist zur Fernerinnerung gewandert. Kapitel 2, Sturm der Vergangenheit, alte Erinnerungen, das Bündnis eines Teams. Du bist endlich wach. Du hast ja ewig geschlafen. Diese Wächter gehen mir manchmal wirklich auf die Nerven. Sie hassen uns Duellanten-Gang total. Warum schaust du so verwirrt? Erkennst du mich nicht? Ich bin Crow, die Kugel Horgan. Alles in Ordnung? Weißt du überhaupt, wo wir sind? Du findest dich in der Tiefen von Satellite. Barbaric Area of the Damage oder kurz BAD-Bereich. Okay, jetzt siehst du wieder normal aus. Aber mal sehen, ob du für ein Duell bereit bist. Hä, wo bist du? Wo ist denn dein Deck? Ach ja, das haben die Wächter ja gestern abgenommen. Kein Problem, du kannst mein Ersatzdeck benutzen. Das ist besser als das Hauptdeck von anderen. Oh Mann, die Wächter haben alles bis auf mein Hauptdeck beschlagnahmt. Okay, lass uns das Warenlager der Wächter schleichen und unsere Karten zurückholen. Ach ja, vorher muss ich dir noch etwas geben. Du hast Uniform der Wächter bekommen. Ich habe nur die eine, also trage sie auch. Verwende das, um die Tür zum Warenlager zu öffnen. Du hast Warenlager Schlüsselkarte bekommen. Ich werde die Wachen ablenken und vom Eingang weglocken. Dann schleichst du dich herein und holst hier dein Deck. Und vergiss meine Karten nicht. Das Warenlager der Wächter befindet sich nördlich entlang der Küste. Ich gehe vor und du sagst mir, wenn du bereit bist. Ja, wie es aussieht, irgendwie jetzt in der Vergangenheit. Und haben ein sickes neues Outfit. Was sehr cool aussieht, by the way. Aber gut. Wie gesagt, in der Vergangenheit gelernt, sprich, wir werden hier das herausfinden, warum wir Yusei und Jack und Kellen und wie es auch noch Crow auch kennen. Aber das, meine Lieben, im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.